Morgen, Leute. Die Seeblockade und die Bevorzugung der kriegswichtigen Industrien folgen. Die Versorgungslage der Bevölkerung ist dramatisch. Das Reichsgesundheitsamt stellt fest, dass ein Erwachsener 2280 Kalorien benötigt. Die zugeteilten Lebensmittel haben meist weniger als die Hälfte, höchstens 1000 Kalorien. Die Steckrübe wird zum Hauptnahrungsmittel der unteren Schichten. Notdürftig versorgen Volksküchen die Ärmsten. Es leiden besonders alte Menschen und kleine Kinder. Die Soldaten werden immer jünger. Nun werden auch Halbwüchsige des Jahrgangs 1900 im Schnellverfahren ausgebildet und an die Front geschickt. Allgemeiner Arbeitszwang wird eingeführt. Frauen und Kinder müssen für die Männer einspringen, vor allem in den Rüstungsbetrieben. Deutschland 1918. Der Beginn der Weimarer Republik. Zum ersten Mal ist das Land eine echte Demokratie. Doch der Start ist schwierig. Es gibt zu wenig Demokraten. Eine explosive Mischung. Fortschritt und Freiheit auf der einen Seite, Sehnsucht nach Vergeltung für den verlorenen Krieg auf der anderen. Haben die Deutschen damals wirklich alles getan, um die Demokratie zu verteidigen? Immer tiefer stürzt der Wert der Mark gegenüber dem US-Dollar. Im November kostet der Dollar 4,2 Billionen Mark. Bizarres Spielgeld in verrückten Zeiten. Wenn sie dann ihr Geld hatten und gingen nicht sofort in die Stadt und kauften für das Geld, nächsten Tag haben sie es in den Ofen schmeißen können, war es schon vorbei. Wir waren ja bei Billionen, Trillionen angelangt. Ne? Also für uns unvorstellbar. Und die Menschen sind ja wahnsinnig geworden durch die Zahlenrechnerei. Da gab es ja noch nicht so perfekte Zahlenmaschinen, wie es heute gibt, nicht? Sie haben in Bombenkellern gezittert und in Ruinen gespielt, vor dem Krieg geflohen und konnten ihm doch nicht entkommen. Viele haben ihre Eltern, manche die ganze Familie verloren. Sie haben gesehen, was sie nie vergessen werden. Viel zu früh mussten sie erwachsen werden. Für die Menschen in den Städten war in jener Zeit der Hunger das größte Problem. Der deutschen Bevölkerung stand täglich eine bestimmte Menge an Lebensmitteln zur Verfügung, deren Gesamtnährwert in Kalorien angegeben wurde. Da lagen die Leichen, da lag die Butter, da lag Reste vom Brot und so weiter. Und das haben wir uns rausgeklaubt. Wir haben auch darüber nicht nachgedacht, dass dort Leichen waren oder sonst was. Uns ging's bloß ums Überleben. Die Bilder, die bleiben im Kopf. Seit 12 Jahren war die 164 Kilometer lange Grenze der DDR zu Berlin-West, mehr oder weniger auch zur BRD, offen. Offen die Grenze der gesamten sozialistischen Gemeinschaft zur kapitalistischen Welt. Auf dem Tisch lag des Weiteren eine Klemmmappe mit ca. 200 Blatt DIN A4. Meine Frau ist ungeeignet zum Autofahren. Warum soll denn die Frau fahren, wenn der Mann fährt? Ich lasse mich nicht von der Frau spazieren fahren, da fährt der Mann selber bei mir. Die Frauen sollen sich um die wirtschaftliche Lage zu Hause, Kinder kümmern. Furchtbar. Männer lange Haare haben. Warum denn? Och, grauenvoll. Die sollen arbeiten gehen und anständig sich aufführen wie alle anderen. Wenn ich einen Sohn hätte, der so rumlief, ich meine sie jetzt nicht persönlich,
Wissen Sie, was ich mit dem machen würde? Dem würde ich selbst die Haare schneiden. Glauben Sie das auch? Ja. Und wenn ich eine Tochter hätte, die mit so einem Junge ging, wissen Sie, was ich mit der machen würde? Und wenn sie mich einsperren würde, glauben Sie das? Ja, den würde ich halb lahm schlagen. Glauben Sie mir. Herrn Dutschke Folgendes gefragt. Ich bin der Meinung, er hat eine voluntaristische Ideologie hier entwickelt, die man im Jahre 1848 utopischen Sozialismus genannt hat und der unter heutigen Umständen, jedenfalls ich glaube, Gründe zu haben, diese Terminologie vorzuschlagen, linken Faschismus nennen muss. Der Eigner dieses Luxusmobils reduzierte seine PS von 180 auf 1. Und nur auf die Muskelkraft seiner Familie vertraute der Konstrukteur dieses Vehikels in Einzeltum in der Pfalz. Die Versorgung mit Benzin scheint vorerst gesichert. Auch bei Diesel sei mit einer Normalisierung in den nächsten Tagen zu rechnen. 28. Dezember 78. Plötzlich setzt der Schneefall ein. Das kann man sich nicht vorstellen. Das kann man sich nicht vorstellen, dass es sowas gibt. Der Sturm war so stark, dass man keine Luft mehr bekam. Es war nicht möglich, gegen den Sog zu atmen. Es jeden Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Wann tritt das in Kraft? Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Ich konnte das irgendwie nicht glauben und habe meine Mutter geholt und die meinte, das kann nicht sein. Kudamm findet in dieser Nacht ein Fest des neuen Miteinanders statt. Das ist geblieben vom Kühlschrankwerk DKK Scharfenstein, einer DDR-Firma, die ihre Produkte sogar im Westen absetzen konnte. Ab Mitte 1990, nach der D-Mark-Einführung, hatte DKK nur noch Verluste gemacht. Die Kühltruhen und Kühlschränke ließen sich nicht einmal mehr zum Herstellungspreis verkaufen. Mehrere tausend Mitarbeiter stehen vor der Arbeitslosigkeit. Es musste jedem klar sein, dass wenn ich diese extrem starke D-Mark, wenn ich die von einem Tag auf den anderen auf DDR-System übertrage, dann musste das so etwas geben wie ein monetärer Urknall. Und mich ärgert nachträglich bis auf den heutigen Tag, dass die Dimension des Knalls überhaupt nicht in die Perspektive gerückt worden ist. Diese Bilder wurden vergangenen Donnerstag in Dresden aufgenommen. Die Kanzlerin ist in der Stadt, AfD und Pegida demonstrieren. Dabei kommt es zu einem Zusammenstoß mit einem ZDF-Kamerateam. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht. Frontalaufnahme. Sie haben eine Straftat begangen. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus. Inzwischen gibt es einen ersten Krankheitsfall in Norddeutschland. Auch Hessen ist jetzt betroffen. Das Coronavirus schränkt das öffentliche Leben in Deutschland mehr und mehr ein. Kulturelle Angebote werden gestrichen, Bundesländer sagen größere Veranstaltungen ab, Fußballspiele finden vor leeren Rängen statt und die Eishockeyliga wurde ohne Meister vorzeitig abgebrochen. Millionen Eltern in Deutschland werden sich von Anfang nächster Woche an selbst um die Betreuung ihrer Kinder kümmern müssen. Bund und Länder schränken das öffentliche Leben in Deutschland weiter drastisch ein, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Unter anderem sollen eine Vielzahl von Geschäften geschlossen werden. Davon ausgenommen sind aber Supermärkte und andere Läden zur Versorgung der Menschen. Bundeskanzlerin Merkel appellierte an die Deutschen, keine Urlaubsreisen mehr zu unternehmen, weder ins Ausland noch innerhalb Deutschlands. Bund und Länder haben sich auf weitreichende Maßnahmen geeinigt, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.
Eine bundesweite Ausgangssperre soll es nicht geben, doch künftig gilt ein äußerst striktes Kontaktverbot. Demnach dürfen sich nur noch zwei Menschen gemeinsam in der Öffentlichkeit aufhalten, teilte Kanzlerin Merkel mit. Ausnahmen gelten für Familien oder im Beruf. Herr Seitz, warten Sie bitte. Da Sie keine Maske haben, sondern nur ein löchriges Tuch, fordere ich Sie auf, diese Maske jetzt zu tragen. Sie haben ein löchriges Tuch, das ist keine Maske. Es ist keine Maske. Ich fordere Sie auf, diese Maske zu tragen. Haben Sie eine Stimme? Ich bin mit dem Abitur sogar, musste eine 5-stündige Klausur schreiben, bin damit gut klargekommen mit Maske. Es gibt Möglichkeiten, die Maske abzusetzen in der Öffentlichkeit, wenn sie den Mindestabstand einhalten. Es gibt Menschen, die das um ihr Leben gefährdet, die sterben davon, denken sie mal an ihre eigenen Großeltern. Sorry, aber es ist einfach nur respektlos. Was? Und umso schneller sie jetzt ihre Maske tragen, umso schneller das aufhält. Habt ihr Großeltern, die gefährdet sind? Ja, natürlich. Ich bin selber gefährdet, deswegen verstehe ich es nicht. Wo ist das Problem, ein paar Stunden am Tag eine scheiß Maske zu tragen und dafür Menschen hier zu schützen? Hä, wo ist euer Problem? Okay, was ist mit den Tests? Was ist mit den Impfungen? Was ist mit dem Test, dich kleine Stücke in die Nase stecken zu lassen? Bist du heute rum, weil du dich keinen Test in die Nase stecken lassen musst, dafür, dass Menschen sterben? Hä? Ihr hindert uns, unsere Generation daran, ein normales Leben zu führen. Deswegen, wenn ihr sagt, ihr denkt an eure Kinder und tatsächlich an die Zukunft eurer Kinder, dann bleibt doch bitte zu Hause. Ihr seid aktiv daran, diese Zukunft kaputt zu machen. Und wie gesagt, ich weiß, dass es nichts bringt, mit euch darüber zu reden, weil ihr denkt, ihr hättet das System durchschaut. Ihr denkt alle, ihr werdet verfolgt und als gäbe es eine Meinungsdiktatur. Dabei könnt ihr hier stehen und reden, während die Polizei daneben steht und nichts macht. Und was für mich immer wieder offensichtlich ist, ist, dass es den Menschen, die da oben auf der Bühne stehen, nicht um Freiheit geht oder um das Seelenwohl der Kinder. Nein, es geht ihnen um ihre eigene Genugtuung, weil sie nämlich sonst im Leben einfach leider nichts zu tun haben und nichts reißen. Sie möchten da auf der Bühne stehen und möchten sich wichtig machen, denn auf einmal stehen ganz viele Menschen um sie herum und klatschen. Darum geht es ihnen. Nicht mehr und nicht weniger. Und umso trauriger und lächerlicher ist es, dass so viele Menschen diesen Scheiß
links auch noch bleiben und da vorne sich versammeln mit irgendwelchen komischen, gebastelten T-Shirts, die von Frieden und Freiheit sprechen. Aber es wurde eben auch schon gesagt, das Schlimme daran ist, dass sie harmlos aussehen.